Okay, der Mönchskopf droppt Zeugs. Wieder Spatzen zu füttern. Warum weint sie? Sitzt der Zwitscher. War auch ganz schön viele Zwitscher hier. Hey, was soll denn das ganze Gezwitscher, Kind? Nämlich nicht Kind. Ich habe einen Namen, weißt du? Er lautet Tai und ich zwitschere nicht, ich weine. Sitzt der Zwitscher. Also sitzt Tai. Oh, du weinst? Also, was soll dieses komische Geweine von dir? Take ist weg. Er verschwand, während wir draußen spazieren waren, Zwitscher, Zwitscher. Wer ist Take? Ist ein Freund von dir? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Zwitscher, Zwitscher. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Ja, dass Take ein... Superhund ist. Hm. Siehst du auch, was ich sehe, Ami? Oder habe ich Halluzination oder sowas? Der Bumbus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn fällen. Ja, erstmal kriegt ihr Fleisch. Oder mögt ihr Fisch? Nein. Ja, Tiger hatten wir aber schon. So. Komm mal her, du Bambus. Hier sind Hasen, die mögen Grünfutter. So, Hasen hatten wir allerdings auch schon mal. Ja, und ich spare mir mein Glück für einen... Nein, nein, du sollst den Bambus fällen, der aufleuchtet. Das ist doch so offensichtlich. Geschafft. Was macht denn ein Hund da drin? Zwitscher, Take. Take ist wieder da. Take? Was ist los, Junge, beim Kloster? Zwitscher, warte mal. Ist dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh Mann. Hey, warte, ich glaube, dieser Flohsack versucht uns etwas zu sagen. Weißer Wolf, mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweis, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Hundekrieger Guy. Hast du das gehört, Ami? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Ami? Kampf beginnen? Nö. Warte, Flohsack. Wir müssen uns erst vorbereiten. Wir kommen wieder. Nö. Wir hauen ihn einfach um und gut ist. Welchem Recht trägst du einen Hundesucher? Ja. Hast du das gehört, Ami? Bist du bereit? Ja. Okay, sicher, dass du bereit bist? Gib jetzt alles. Ich hätte noch meine Waffe verbessern sollen. Oh. Okay, ich kann ihn hacken. Nein, das... Au. Das hat mich erwischt. Au! Zielen ist auch eine Kunst manchmal.
Kannst du aufhören, so rumzuspringen und rumzuzappeln? Kannst du jetzt schneiden, bitte? Ah, war das wieder ein Scheißkampf, ey. Ja, Zeit und Schaden. Hör auf damit, lass ihn in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf oder ich werde dir eins verpassen. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, Rotenhose. Komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fusihime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Channeler des Windschreins zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Die Sorte hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasafluch überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm, sie würden alle... Ach, was soll ich nur tun? Er absorbiert einfach seine Kugel. Erhalten Pflichtkugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey, warte mal eine Sekunde. Ich werde dich zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf oder ich werde dir eins verpassen. Okay, okay, dann haben wir es zu Ende. Euch habe ich noch nicht gefüttert. Noch mehr Fleisch. Das können wir wieder skippen. Oh Mann, ey. Bestiarium. Krähen-Tengu. Eine Kreatur bestehend aus den Sehnen eines toten Schwertkämpfers und einer Krähe. Ach, das sind Krähe, keine Kraniche. Dieser Feind kämpft mit Kunstfähigkeit eines Meistersamurais. Auf Darstellung tragen sie meistens einen Fächer. Zerschneide geworfene Fächer und sei noch schneller beim Schwertziehen als er. Eine bessere Schwerkunst als ihre eigene lässt sie schnell beschämt verschwinden. Geschichten erzählen von Schwertkämpfern, die durch die Schwertverteidigung schneiden. Oh, wir können hier scrollen. Oh, das wusste ich auch nicht. Spinnenkönigin? Oh. Die steht für Pflicht. Standhaft zu seinen Pflichten stehend in allen Aspekten des Lebens. Mut und Pflicht gehen Hand in Hand. Mut zeigt einem, was nicht richtig ist. Die größte Form von Mut ist die aus Pflichtgefühl, heraus entsteht. Aha. Wenn wir hier weiter drehen, wo landen wir dann? Ach, bei Tai. Gut, und Tierliste. Hey, wir haben fast alle Tiere auf dieser Seite. Fuchs, Waschbär, Pferd. Diese kleinen Nager sind voller Energie und fressen alles. Ich dachte, das sind Mäuse. Okay. Ich find's niedlich, wie die Füchse jumpen. Ja, Waschbären. Perlen haben wir schon ein paar wenige. Agatha-Wald, da haben wir... drei Stück. Dorf Kusa haben wir zwei. In der Sasa-Zuflucht haben wir auch zwei. Nummer drei fehlt noch. Gut, das heißt, wir haben den Hund hier in der Sasa-Zuflucht gefunden. So, nochmal Vögelchen füttern. Und den falschen Weg zurücknehmen. Zum Glück habe ich gerade auf die Karte geguckt.
beugen gegen die Wand. Ach ja, bevor ich es vergesse. Bevor ich vergesse, dass ich hier F1 drücken muss. Diese Waffe ist bereits verstärkt worden. Diese Waffe ist bereits verstärkt worden. Achso, das kann man nur jeweils einmal verstärken. Heilige Vergeltung, knurrendes Biest. Verstärken wir mal doch die heilige Vergeltung. Und Ausrüstung würde ich jetzt gerne mal... Ne, dich in die Haupthand und dich in die Nebenhand. Heilige Artefakte habe ich noch keine. Sachen, Ausrüstung. Wir haben so viele Knochen. Werfen wir mal einen ein. So. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Würfel, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wäschst du dir nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle, ich denke, wir passen. Ist es nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen? Oh, du hast recht, das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Jo, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival in der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Siegs über die Bestie. Ich mache mal lieber meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst, ich liebe Feste einfach. Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wolflein, ich würde dir gerne etwas geben zum Dank für deine Hilfe beim heißen Quellegramespiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Hier für dich. Erhalten mehr Jungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Wow, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall immer kleine Quellen, die als Meerjungfrauenquellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel. Tut mir leid. Oh, er hat was zu sagen. Es ist fast schon Zeit für das Fest, der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt schon genau 100 Jahre her, seitdem die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Seufz, ich schwöre schon wieder in Erinnerung. Ich werde noch im Armenhaus sehen, wenn ich nicht bald meine Bambusware fertig mache. Was bist du für eine? Oh, jemand, mit dem wir nicht reden können. Zumindest ist das Badehaus wieder normal und es gibt nichts Besseres, als erst im Wasser zu sein. Okay, wie benutzen wir das Teil jetzt? Nicht so. Im Meerjungfrauenquellen werfen wir an, Raute zu teleportieren, ja. Flunsch. Lunch. Taka-Ebene, Sasazu-Flucht. Shinzo-Feld. Ja, da machen wir mal eine Schnellreise. Zurück zum Shinzo-Feld. Ah, sind wir hier. Hey, Dojo-Meister. Ich glaube, das ist ein zu weiter Weg, oder? Nein, der hat nicht gereicht, schade.
Doch, ich habe jetzt gerade das Feuer aus dem Laubhaufen löschen können, aber mehr kann ich gerade auch nicht machen, ne? Nö. Hey Meister, hast du neue Kampftechniken für uns? So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner wölfischer Freund. Bist du gekommen, deine Fähigkeiten zu verbessern? Perlentechnik Kugelsturm. Erhöht die Angriffsrate für Perlenwaffen. Drücke F, um Feinde zu reißen und Dämonenzähne zu holen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, gib mir mal den Kugelsturm. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiterhin in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen, diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah, oh. Ah, bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Ja, wenn wieder die Augenbrauen zum Schnurrbart werden und der Schnurrbart zu den Augenbrauen. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Perlentechnik Geiststurm trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich dran, während wir trainieren. Geiststurm Perlentechnik Tipps. Drücke einmal, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt schnell. Achte auf das Timing. Wiederhole das bis zu 6 Mal aufeinander folgenden Perlentreffer gelandet hast. Umso stärker du drückst, umso stärker werden die Treffer. Attackiere schnell und mit Schönheit. Attackiere wild und mit Zorn. Gib alles, was du hast und jage das Böse zum Teufel. Nun, hast du alles verstanden? Ja, habe ich. Nun dann. Ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geist. En garde. Ja, ich brauchte zuerst einmal wieder die richtige Waffe. Jo, gut gemacht. Hm, nicht schlecht, weiter so. Gut gemacht. Nicht aufgeben, streng dich mehr an. Gut, machen wir noch einmal. Gut gemacht. Ist das alles, was du zu bieten hast? Nein, na gut, dann kriegst du das noch einmal. Jo. Ja, lass deinen Kriegsgeist hell leuchten. Nö. Ich gehe. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in deiner Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Jo. Lassen wir das Ding gleich mal an. Mal gucken, wie wir jetzt damit dann kämpfen können. Ich muss mir auf jeden Fall bei einem Händler mehr Reiseperlen kaufen. Da fällt mir zum Beispiel dieser Händler hier gerade ein. Wurdest du schon wieder zum Einkaufen geschickt? Ja. Gib mir gleich mal für den Preis 15. Wow, okay. Da habe ich mich um eine 1 vertan, aber egal. So, und dann wird schon gespeichert. So, speichern erfolgreich. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.